Herzlich willkommen, allen Freunde, zurück zu Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4. Im letzten Part sind wir mit dem Hippogreif herumgeflogen, beziehungsweise nicht wirklich im Spiel, aber wir haben uns mit den Unterrichtsfächern hier allen beschäftigt. Und heute geht es, glaube ich, wieder weiter mit einer Story oder so. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Kann sein. Muss es aber nicht. Denn der Geist, der schickt mich hier noch. Ah, es geht nach Hogsmeade, Leute. Nach Hogsmeade. Oh, nein, du nicht. Nein, 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 nein. Tschüss. Hallo. Ich hab hier was für dich. Oh, was ist das denn? Oh. Ein Stück Papier? Mister Tat begann. Oh. Der Snape. Ein Filch. Ah, da geht's also nach Dings. Okay, dann gehen wir mal wieder Richtung Haggy. Haggy, Haggy. Ah ne, wir gehen heute hochi, hochi. Und runti, runti. Okay, ich hör auf damit. Ich liebe Harry Potter. Es gibt jetzt auch eine neue Bücherkollektion, habe ich gesehen. Eine sehr, sehr schicke. Mir ist ein bisschen zu teuer. 129 Euro, das ist schon. Oder 49. 149 oder 129, das ist mir ein bisschen zu viel. Sonst hätte ich es auch gekauft, aber. Nee, das ist mir ein bisschen zu viel. 30 Euro zu viel, finde ich. Zwar 7 Bücher, aber trotzdem. 7 geteilt durch. Das wäre dann 20 Euro pro Buch. Ja, okay, 20 Euro habe ich, glaube ich, damals auch für Halbblutprinz bezahlt, meine ich. De Lumos. Lumos Dolem. Zacki, zacki. Bringt das was? Oh. Oh, oh, ich muss noch mal gucken. Wir müssen auch noch mal die Fackel hier anmachen. Okay, die bringen, glaube ich, nichts. Sicherheitshalber, ich sehe es gerade nicht von hier unten. Weil ich glaube, das steht da drüber, ob da eine 2 ist oder nicht. Okay, hier haben wir alles. Weiter geht's. Was ist mit dir denn da? Hallo? Okay, da nicht. Bist du? Aha, okay. Hi. Kleines Ding hier. Und drüber mit dir. Achso, stimmt. Wingardium Leviosa. Ah, dich nehme ich mit. Und tu dich dahin. Ja, ja, mein Gott, Fred und George, ihr nervt mich aber hier. Perfekt. Und da haben wir ein Spinnnetz. Hab ich genau gesehen. Hab ich genau gesehen. Da unten war aber keins, ne? Da hinten aber. So, perfekt. Geht's hier zügig durch. So, hier ihr Dinger da oben. Bisschen Feuer. Sehr schön. Unten ist, glaube ich, nichts. Ah, Spinni hält sie. Und drüber. Gott, ey, was ist das denn hier nochmal? Oh, ich kann, glaube ich, noch keinen Ridiculous. Habe ich irgendwie nicht gelernt bekommen. Aber er kann es ja. So, vor was hast du denn Angst? Vor Lord Voldemort. Alles klar. Fred hat bestimmt Lord Voldemort noch nie gesehen in seinem Leben und hat Angst vor dem. Das glaube ich ja hier nicht. Lächerlich. Okay. Okay, so, also auf jeden Fall hier sehen gehört zu dem Augentyp. Riechen gehört zu dem hinteren Typ.
Hey. Und Essen gehört zu dem Typ, der seinen Mund auf hat. Kannst du irgendwie nicht nehmen. So. Perfekt. Hey. Auf Anhieb gelöst. Auf Anhieb. Aber was ist das hier unten? Okay, nichts Besonderes. Nichts Besonderes. So, wir gucken mal jetzt hier. Hier geben wir uns tatsächlich nichts. Warte mal, habe ich jetzt echt eins übersehen? Nee, oder? Als ob ich eins übersehen habe. Oh. Egal. Egal, ist jetzt auch egal. Schade. Ich dachte, ich hätte eigentlich gut aufgepasst. Oh, Süßigkeiten, alles für mich. Mm. Booyah. Das hat der. Das haben, glaube ich, Fred und George nie gesagt. Booyah. Als ob ich hier. Nee, ich dachte schon, ich kann hier jedes einzelne Teil wegmachen. Kann ich mir jetzt da reinstellen? Das wäre lustig gewesen. Okay, eine Schlange. Kannst du alle Scherzartikel lehnen oder was? So, du kommst jetzt erstmal da drauf. Damit wir hier gleich rauskommen. Einfach alles hier anschießen. Du auch hier. Achso, jetzt müssen wir hier Dings. Die Lampe, damit können wir nichts machen. Da auch nicht. Okay. Ein schöner Laden auf jeden Fall. Oh, Hogsmeade ist so schön. Hier würde ich am liebsten wohnen. Schnee, Schnee, Schnee. Aber ich brauche natürlich Internet. Internet, Internet. Geht's euch gut, ihr beiden? Ja? Ich kann die eine da gar nicht antreten. Ich will den Baum hier. Ach, Mann, ey. Ah, hier. Jetzt aber. Oh. Perfekt. Okay, ich dachte vielleicht, der Baum fällt dann auf die. Ich hätte es lustig gefunden. Die machen ja alle Schneeengel. Ich finde das echt cool. Ich jetzt auch gerne machen hier. So. Hier raus sind wir gekommen. Ich kann das da nicht lesen. Sind wir da rausgekommen? Ja, ne? Ich denke schon. Ich denke mal schon. So. Oha. Boah, bist du gemein. Boah, das war echt gemein hier, wirklich. So macht man das. Ist irgendwie ein bisschen schwer zu kontrollieren, tatsächlich. Ja. Und jetzt? Jetzt. Perfekt. Oh, was wird das? Achso, ein Lagerfeuer. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Aquamenti. Haustierrate habt ihr alle nicht. Habt ihr alle nicht. Wie? Hier geht's nach Hogsmeade? Toll. Schön, dass wir da nicht hin dürfen. Achso, wir gehen schon wieder weg. Okay. Ha, getroffen. Ups, warte. Achso, ich bin. Ich dachte gerade, ich wäre Hermine. Das war eben hier Wingardium. Anvisieren. Ne, hol mal deinen Zauberstab raus. Oh, da. Bam.
machen wir was hier, Herr Draco. Peng. Oh, ah. Oh, ich dachte, das wäre einer gewesen. Da ist einer. Und Batsch. Ja, mach mal hier, ja. Kann ich die eigentlich auch anvisieren? Nee, ne? Nee, okay. Okay. Sagen wir es so, wie es ist, ne? Die Bosskämpfe sind irgendwie immer alle ziemlich wack hier im Spiel. Finde ich persönlich. Den Zauberstab in der Hand? Nee, hat er nicht mehr. Was ist denn da für ein Magier? Okay. Bitteschön. Achso, ich muss den dann treffen, oder was? Okay, ich habe es verstanden. Und, nee, hä? Ich verstehe noch nicht, wie ich den da jetzt treffen soll. Ich kann nur so anvisieren. Ach so, ach, der kommt dann noch mal raus. Okay. Na? Oh mein Gott. Er ist kaputt gegangen, oder was? Der Hallo? Oh mein Gott, ey, jetzt habe ich die Katze ausgewählt. Und ach. Hä? Och man, er trifft One die ganze Zeit. Oh Gott. Mein Gott, ist das hier ein Fail. Endlich. Endlich getroffen. So, mein Gott, ey. Noch einmal. Noch ein einziges Mal. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Alter. Das A hat irgendwie nicht reagiert. Jetzt aber. Jetzt aber bitte. Endlich. Endlich, endlich. Ja. Super gemacht, Draco. Tschüss, Draco. Wir sehen uns dann. Jetzt sind wir schon wieder in Hogsmeade. Oh, guck mal, da ist Sirius Black. Oh, McGonagall. Oh mein Gott, die reden über mich. Okay. Als erstes reparieren wir hier mal wieder alles. Ne? Dich auch. Einer läuft da irgendwie hin rum. Tschüss, Drache. Ups. Wieso hält der Junge da was? Hallo? Oh, er ist weg. Der Drache ist auch weg, wie man sieht. Ah, hat mich wieder gerettet. Cool. Okay, alles hier weg. Alles weg hier. Bium, bium. Hallo? Weg mit dir. Weg mit dir. Ist das? Ach so, ein Besen. Weg. Du auch weg hier. Hi. Hallo? Ich kann... Was ist das denn jetzt? Ich kann mit dem nichts mehr machen. Ich spiele muss. Na gut, dann nicht. Dann nicht. Okay, dann fliegen wir jetzt eine Runde. Oder doch nicht? Okay.
Ich dachte, wir könnten jetzt hier irgendwie fliegen. Ach, hier ist der Besen. Wir können also doch fliegen. Mich kurz gefragt, wohin ich hier überhaupt fliegen muss. Oh, bisschen runter. Was ist denn jetzt? Okay. Wahrscheinlich nichts. Tschüss, weg und so. Ah, ne, doch nicht. So. Was ist jetzt hier mit dir? Ne, also irgendwie, weiß ich nicht. Mit dem kann ich irgendwie nichts machen. Ich glaube, wir sind nicht stark genug, ne? Oder? Doch? Nee. Hier sind wir nicht. Aber der Kessel ist eher abgesperrt. Das stimmt natürlich. Okay, dann gehen wir hier rein. Ich finde es immer gut, dass man noch das Gesicht sieht. Harry. Guck mal. Mal, sie war eine Familie. Batsch. Nochmal. Bang. Hä? Da war eine Ratte. Oh mein Gott, Sirius will mich töten. Leute, wir haben das Level geschafft. Was echt sehr, sehr lang war tatsächlich. 24 plus 16 Minuten sind circa, ne? 40 Minuten, ein Level, wow. Aber hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. War schön. War echt schön. So, Schüler in Gefahr, haben wir einen nur, ne? Ja. Oh, ups. So, zum tropfenden Kessel. Ich würde sagen, das war's mit diesem Part. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, euer Kamito. Tschüss.